Moin, ihr Lieben. Herzlich willkommen im Whiskyhort in Oberhausen. Unser neuestes Quick and Dirty Verkostungsvideo dreht sich um eine Abfüllung. Die Abfüllung einer Brennerei, die viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Die läuft gut unter dem Radar. Tomentone. The Gentle Dram. Hier in der Form des Cigar Malt, der komplett in Oloroso-Sherry-Fässern gereift ist. Leider wissen wir nicht, wie lange, weil eine Altersangabe ist nicht vorhanden. Aber er trägt den Zusatz Cigar Malt. Das macht es für mich als Zigarrenfreund, als Aficionado natürlich sehr interessant. Auch wenn ich auf der anderen Seite immer skeptisch bin, wenn jemand ein solches Produkt rausbringt, das speziell gemacht wurde, um zur Zigarre zu passen. Die Vorlieben sind da einfach zu unterschiedlich. Viele trinken gerne einen Rum dazu. Auch beim Whisky hat jeder so seine unterschiedlichen Vorlieben. Nun denn. Ein Punkt, der ein wenig schade ist, direkt zu Beginn. Der Tomentone ist gefärbt. Verrät ein Aufkleber auf der Rückseite mit Zuckercouleur versehen. In der Nase einerseits schon so nussige Sherry-Noten, aber als ob die Nüsse ein bisschen feucht geworden wären. Ein bisschen was Grasiges, aber auch eher nach einem Regenschauer, also eher etwas dumpfere Aromen. Muffig wäre jetzt das falsche Wort. Aber das klingt in den, wirkt in den in Geschmacksknospen in der Nase schon so ein bisschen altertümlich. Altes Leder, alte Bücher. Und eine ganz feine Rauchnote. Sehr trocken wirkend irgendwie. Nicht unangenehm. Wirkt noch so ein bisschen verschlossen, aber dennoch verheißungsvoll. Schauen wir, was sich davon im Mund wiederfindet. Slange. Peat auf jeden Fall, sehr, sehr trockener, aschiger Rauch, feine, leicht nussige Sherry-Noten. Das wirkt im Mund deutlich frischer als in der Nase. Ich werde das auf jeden Fall angesichts dieses Unterschieds nochmal probieren, wenn die Flasche ein bisschen länger offen ist, etwas Luft bekommen hat. Oder auch den Dremel etwas länger stehen lassen und dann nochmal verriechen. Ich könnte mir vorstellen, dieser erste so dumpfe, leicht altertümliche Eindruck ändert sich dann ein bisschen. Könnte sein, es fängt jetzt schon ein wenig an, heller zu werden. Wunderbar weich, mild, eine ganz leichte, dezente Süße, insgesamt eher etwas trocken wirkend,
Der Rauch nicht zu präsent. Auf jeden Fall was für Einsteiger in dieses Thema. Und auch ohne das jetzt direkt mit einer Zigarre probiert zu haben, den kann ich mir in der Tat sehr gut zu einer Zigarre vorstellen. Und ich glaube, dass er aufgrund seines Aromenspektrums auch durchaus mit verschiedenen Zigarren mithalten kann. Das kann sowohl eine ganz leichte sein, eine Zigarre aus der Dominikanischen Republik, eher so leicht florale, beschwingte Aromen, wo das zu passt. Das darf aber auch was Kräftigeres, Würzigeres sein. Nicaragua, kubanisch, da diese Sherry-Noten zusammen mit dem Rauch, der halt nicht im Vordergrund steht, sondern das Ganze harmonisch umschmeichelt, passt sehr gut und werde ich auf jeden Fall ausprobieren, zusammen mit einer Zigarre. Wahrscheinlich schon morgen früh zu meiner Morgenzigarre. Wer ebenfalls auf solche Genusskombinationen steht oder wer sagt, der Whisky hört sich alleine für sich schon sehr interessant an, schlag zu, 89,90 kostet das Fläschchen. Finde ich einen guten Preis, auch wenn er keine Altersangabe hat, auch wenn er gefärbt ist, aber geschmacklich vermag er zu überzeugen, mich auf jeden Fall. Und deshalb empfehle ich ihn gerne weiter und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der ein oder andere Zigarrengenießer da auch Spaß dran finden wird. Und Whisky-Freunde eh. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Genießt, was ihr im Glas habt, zusammen mit was auch immer. Macht euch einen schönen Tag und morgen sehen wir uns wieder. Bis dann. Ciao.